Ein altes indianisches Sprichwort sagt, entweder bist du Superman oder Lex Luthor. Ich gehörte zur dritten Kategorie. Ich war ein Hobbit. Ich liebte es, mich in die warme Geborgenheit der eigenen vier Wände zu verkriechen, mich oberflächlicher Lektüre hinzugeben und den Geschmack des stillen Lebens auf meiner Zunge zerfließen zu lassen, der wie ein Balsam mein Inneres mit Ruhe füllte. Zweimal täglich putzte ich die Fenster, bügelte meine Socken und hatte sogar meinen Kühlschrank im Singer-Stil der späten 80er eingerichtet. Nur wenn ich nicht gerade mit Gesichtspflege beschäftigt war, nutzte ich meine kleine Welt, um der Enge der selbst auferlegten Regeln zu entfliehen. Einmal hatte ich sogar mein Bewusstsein erweitert mit Majoran von Kotani und ich gebe zu, manchmal sogar Kaffee zu trinken, allerdings nur mit Clever Haltbarmilch um 1,59 und Huxholz-Süßstoff. Doch eines Tages passierte etwas, das mein Leben auf den Kopf stellen sollte. Hallo? Dein Leben wird sich ändern. Wer spricht? Das Schicksal. Der Bruder vom Zufall, oder was? 5, 4, 3, 2, 1. Als ich aufwachte, lag ich am Boden zusammengerollt wie ein Bismarck-Hering. Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung. Ich musste lediglich sehr dringend auf die Toilette. Also ging ich ins Badezimmer, klappte die Klobrille hoch und musste erkennen, auf den zweiten Blick hatte sich eine Kleinigkeit doch geändert. Ich war nicht mehr Dali die Mickey Maus, sondern Dali der Berserker. Kaum war das Licht des Tages in den Armen halbstädtischer Dunkelheit verwelkt, erblühte mein neues Ich zum Leben. Abend für Abend hatte ich hemmungslosen Sex mit wildfremden Frauen aus allen Bundesländern. Sogar eine Tirolerin war dabei. Eigentlich wollte sie nur wissen, wie spät es ist, aber ich hatte sie nicht verstanden und deshalb sicherheitshalber gleich nach Hause mitgenommen. Ich scheute nicht einmal vor dem Gebrauch skurriler Sexgeräte ab, die das Lustempfinden ins Äußerste steigern. Ich nahm mir, was ich wollte und war Mann genug, dabei meine Socken anzubehalten. Dali, Dali. Noch schneller? Ich war so begehrt, mich riefen sogar Frauen aus dem Fernsehen an, sodass ich eine kostenpflichtige Hotline einrichten musste. Ja klar bin ich nackt. Ich hab nur einen Stringtanga an, der mehr String als Tanga ist. So eine Art Schnur, die meine Arschspalte in zwei Hälften teilt. Da hast du mehr an als ich? Das ist alles schön und gut, Schätzchen, aber vergiss nicht. Dich kostet der Anruf 20 Euro pro Minute und ich rechne im Stundentakt ab. Du bist so heiß. Mein Berserker. Komm zum Punkt und mach Schluss, okay? Ich hab noch andere in der Leitung. Pussy. Das also war mein neues Leben. Aber auch das sollte sich ändern. Wer stört? Dein Leben wird sich ändern. Wer ist dran? Der Zufall. Der Bruder vom Schicksal?
5, 4, 3, 2, 1. Als ich wieder aufwachte, lag ich wieder am Boden, wieder zusammengerollt, wieder wie ein Bismarck-Hering. Ich musste zwar nicht auf die Toilette, aber ich wollte. Um zu prüfen, ob die Dinge wieder so waren, wie sie sein sollten, aber nicht mussten. Sie waren. Aber ich war kein Hobbit mehr und hatte gelernt, dazu zu lernen. Ja? Komm und vernichte mich. Du Bestie, du Bestie. Bitte nicht. Ich habe heute keine Lust. Das ist schade. Jetzt muss ich selber kommen. Papa. Ein altes indianisches Sprichwort sagt, du musst Eier zerschlagen, wenn du eine Schwarzwälder Kirschtorte backen willst. Nun, ich hatte aufgehört zu backen und putzte auch die Fenster nur noch einmal in der Woche. Und Ostern würde es ein Riesenomelett geben. Ouch.